Immer gerne zu Diensten. Forscher brauchen einen speziellen Archaeon, lebendig. Lokalisiert das Ziel. Jetzt darüber. Die Drohne ist aktiv. Jetzt dorthin. Bestätigt. Drohne wird eingesetzt. Jetzt dorthin. Euer Ziel kann nicht weit sein. Benutzt ein Aufklärungshilfsmittel. Mein Ziel. Los, keine Gnade. Jetzt nach.
Eliminiere mein Ziel. Setzt ihn beim Evakuierungspunkt fest. Ergreifungssystem scharf. Ergreifung abgeschlossen. Ein Lebensexemplar kommt sofort. Diese Subzone wäre geschafft. Ihr solltet weiter zur nächsten. Guter Zeitpunkt für die Luftschleuse. Ihr macht das gut. Bleibt in der nächsten Subzone so fokussiert. Genug Munition. Vermisster Operator hat oberste Priorität. Der Parasit muss ihn verschleppt haben. Bleibt wachsam. Drohne einsatzbereit. Drohneneinsatz.
Kontaktiert den vermissten Operator und passt auf den AKE-Baum auf. Er wird sich wehren. An Position sammeln. Werfe Rauchgranate. Ich lade nach! Mein Ziel neutralisieren. Mein Ziel hat höchste Priorität. Ich bringe meinen Begleiter ins Spiel. Der Köder hat Infos! Thank you.
nachladen. Ziel angreifen. Auf Ankerpunkte und AKE-Zellen schießen. Der Parasit schlägt zurück. Holt den verletzten Operator daraus. Wir verlieren unseren Vermissten an den Parasiten. Wir verlieren unseren Operator. Der Parasit gewinnt die Oberhand. Ich lade jetzt nach! Es klappt. Der AKE-Baum lässt locker. Operator kommt mit mir. Unser Agent ist befreit. Jetzt zur Evakuierungskapsel. Setzt unsere Verletzten in die Evakuierungskapsel. Alle auf der Pioneer haben die Rettung verfolgt. Wir sind sowas von erleichtert. Genießt den Erfolg, solange ihr könnt. Aber vor uns liegt viel Arbeit.
geht vorwärts und hoch hinaus. Die schnelle Aus... Erklärt mir alles unterwegs, dann erledige ich es. Zeigt mir das Problem und lasst mich meine Arbeit machen.
dieser Subzone sind anomale Nester. Führe Scan mit dem Herzsensor durch. Zerstört diese anomalen Nester. Danach könnt ihr eine Probe des bösartigen Neoplasmas entnehmen. Herzschlagsensor aktiviert. Ich setze den Herzschlagsensor ein. AB7 scanned. Ich lade nach. Bodenteam verloren. Schickt den Rettungstrupp los.
Ihr nennt es Töten. Ich nenne es Gnade. Katalysatorensender. Hier sind sichtbare Anomalien, durch die wir andere Phänomene verstehen werden. Einsatz. Den Sender aktivieren, damit der Transceiver die Daten zur Pioneer überträgt. React-Gerät hier. Ziel neutralisieren. Sensor ein.
Herzsensor ist aktiviert. Ich setze den Sensor ein. Drohneneinsatz. Mein Ziel angreifen. AB7 scannt. Feuerschutz, ich lade nach. Herzschlagsensor eingesetzt. Zum ersten Scan-Bereich. Scan-Vorgang. Initiiere Datentransfer. Feinde nähern sich. Ich lade nach! Feuerschutz! Datentransfer abgeschlossen. Los, zur nächsten Scanzone. Alles gut. Viel besser. Scan-Vorgang. Initiiere Datentransfer. Achtung, Gegner nähert sich. Datentransfer abgeschlossen. Los, noch mehr Daten sammeln. Scan-Vorgang. Initiiere Datentransfer. Der Feind ist unterwegs. Ah!
lade jetzt nach! Temporäre Stabilisierung entdeckt. Datentransfer abgeschlossen. Mann, wie sich die ganzen AKEen wie wild auf euch gestürzt haben. Nur ein kleiner Schritt, aber so erfahren wir, wie es weitergeht. Schaust du zu, so? So macht man das. Der Operator war zuletzt hier irgendwo in der Nähe. Konzentriert euch auf euer Ziel. Wenn die Rettung beginnt, wird der AKE-Baum versuchen, den Operator wieder zu absorbieren.
Akaen-Zellen dürfen nicht zum Akaen-Baum. Der Parasit wehrt sich. Zieht den Operator aus dem Akaen-Baum. Weiter so. Der AKE-Baum lässt los. Trage einen Operator. Bringt den Verletzten zur Evakuierungskapsel. Setzt unsere Verletzten in die Evakuierungskapsel. Alle auf der Pioneer haben die Rettung verfolgt. Wir sind sowas von erleichtert. Diese Subzone wäre geschafft. Ihr solltet weiter zur nächsten. Getroffen. Das läuft sehr gut. Macht in der nächsten Subzone so weiter. Munition nehmen. Luftschleusensequenz initiiert. Alle Mitarbeiter sofort zur Luftschleusensequenz. Subzonendurchgang läuft. Archies können sich anpassen und vielleicht sogar weiterentwickeln. Dank der AKE-Stacheln. Sucht nach ihnen. Genau da. Ladungen platzieren und Stellung verteidigen. Bis zur Explosion.
lade nach. Bereit machen. Wütende Akaen sind unterwegs. Haltet die Akaen auf. Sie dürfen nicht an die Ladungen kommen. Verloren. Schickt den Rettungstrupp los.
Diese Mission könnte man unheimliche Begegnung der sechsten Art nennen. Baden. Unsere Forscher messen einen seltsamen schwankenden Druck in der Gegend. Schnell zu unseren seismischen Stationen. Mein Ziel angreifen. Herzschlagsensor eingesetzt. Euer Ziel kann nicht weit sein. Benutzt ein Aufklärungshilfsmittel. Los, hier, ein Medkit. Enough.
richtige Stelle, aber es geht bei der ersten Station los. Dort ist eine, aber es geht bei der ersten Station los. Ich setze den Sensor ein. Feuer einstellen! Ich werde angegriffen! Ich lade jetzt nach. Scan-Vorgang mit HB7. Munition. Lieber schon mal was mit. Befehl annullieren. HB7 scannt. Das ist die erste Station. Triangulation starten. Starte seismische Triangulation. Einstellung des Timeout-Intervalls. Das genügt. Weiter zur nächsten Station. Geschafft. Weiter zur nächsten Station. Forscher stoppen die Ausbreitung der seismischen Wellen. Gute Teamarbeit.
Ihr macht das gut. Bleibt in der nächsten Subzone so fokussiert. Der Operator war zuletzt hier irgendwo in der Nähe. Konzentriert euch auf euer Ziel. Die Drohne ist aktiv. Wenn die Rettung beginnt, wird der AKE-Baum versuchen, den Operator wieder zu absorbieren. Ich setze den Herzschlagsensor ein. Herzsensor ist aktiviert. Führe Scan mit dem Herzsensor durch. HB7 scannt. Herzsensor ist aktiviert. Scan-Vorgang mit HB7. Mein Ziel neutralisieren. Herzschlagsensor eingesetzt. Lade nach. Auf Ankerpunkte und AKE-Zellen schießen. Lade nach. Der Parasit lässt nicht locker. Schießt auf die Ankerpunkte und AKE-Zellen.
weiter so. Der AKE-Baum lässt los. Lade nach. Der verletzte Operator wird erst in der Evakuierungskapsel sicher sein. Adrenalinschub unterwegs. Ziel in die Evakuierungskapsel verfrachten. Der Operator wird euch für eure Arbeit dankbar sein. Ich setze den Sensor ein. Ich lade nach. Position sammeln. Ich lade nach! Evakuierungsplattform wird gerufen. Mission erfolgreich. Bringen wir euch nach Hause. Gute Arbeit. Mira arbeitete mit der DARPA an Konzepten für einen immersiven VR-Raum, der Operator auf alle Situationen vorbereitet. Mira arbeitete mit der DARPA an Konzepten für einen immersiven...